Yo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zurück zur neuen Folge hier in God of War Ragnarök. Wir sind jetzt mit dem Kratos jetzt hier in Sindris Haus. Wir müssen jetzt hier am Tisch wieder sitzen und was besprechen. In der letzten Folge den BG gerettet in Vanaheim. Es war eine ganz coole kleine Nebenmission, die wir machen konnten. Und jetzt geht's hier weiter mit der Hauptstory. Heimdall ist wie gesagt gestorben und jetzt müssen Kratos und Co. erstmal absprechen und jetzt schauen, was sie jetzt machen. Weil wir haben das Gärtlerhorn hier. Ja. Ist perfekt, aber danke dir. Ja, und ich glaube, der liebe Freire ist gerade unter Drogen. Er redet komisches Zeug, aber ist ein anderes Thema. Da würde ich sagen, Leute, wir sind jetzt hier am Tisch dann. Weiß nicht ganz, was gerade jetzt machen wird. Vielleicht wieder schlafen gehen oder sonst was. Da würde ich sagen, Leute, gerne supporten. Liken, kommentieren für den Algorithmus. Gerne meinen Kanal supporten, Leute, und das Projekt hier. Ich bin sehr froh natürlich darüber. Und ja, dann, let's go. Wir haben seit Midgard kaum geredet, aber. Ich bin froh, dass du hier bist. Du hast an unsere Zusammenarbeit geglaubt, als alles dagegen sprach. Sich eine bessere Zukunft vorstellen zu können, ist eine seltene Gabe. Schön, dass du sie hast. Ja, ich finde es auch ganz cool, dass wenn man hier lange steht, weil ich stand ja schon sehr lange, ich muss dann noch die Aufnahme vorbereiten und so, und da reden sie trotzdem immer noch kleine Sachen. Das finde ich richtig, richtig geil gemacht vom Spiel. So, Brook, habt ihr noch was besprechen hier? Liebe! Wie bitte? Das Rätsel, was wird größer, je mehr man wegnimmt? Liebe! Was für abartige Beziehungen hast du denn bisher geführt, Mimir? Das ergibt null Sinn. Oh, nice, nice. Also bitte, von euch zwei Stoffeln lasse ich mir ganz sicher nichts über Romantik erzählen. Ach, was wird größer, je mehr man wegnimmt? Nice, ey. Ist ja genau, Kratos sagt noch, jetzt stimmt noch zu und so, also wirklich toll, ey. So, rüstungstechnisch und waffentechnisch, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht viel machen. Dann jetzt endlich zur Mission gehen, mal gucken, was wir besprechen wollen. Und dann bin ich gespannt drauf. Let's go. Hey. Genug. Sieh dir das an. Du hast es geschafft. Wie in allen neuen Welten konntest du Heimdall umbringen. Ich wusste, dass unser Speer funktioniert. Tja, frohes Ragnarök allerseits. Trinken wir. Ist das wahr? Heimdall ist tot? Ich kann's nicht glauben. Jetzt hält es nichts mehr auf. Odin war nur zufrieden bereit, solange nicht mehr Asenblut fließt. Ich habe abgelehnt. Doch er hielt sich daran. Aber jetzt? Jetzt was? Wir wissen beide am besten, dass Odins Versprechen nie von Dauer sind. Und jetzt sind wir im Vorteil. Wir müssen jetzt zuschlagen. Nein. Keiner von euch begreift die Folgen. Odins Rache wird seine einzige Sorge sein. Nicht seine einzige. Die Maske. Welches Wissen sie auch birgt, das ist Odins allergrößtes Bestreben. Wenn ich zurück nach Asgard gehe, zurück. Kann ich... Zurück? Zurück? Wirklich? Ja. Wenn ich beende, was ich begonnen habe, die Maske erwecke, Antworten finde, ist das vielleicht unser Ausweg. Aber ich muss bald gehen, bevor sie merken, was geschehen ist. Atreus, du bist bei mir. Setz dich nicht wieder Gefahren aus. Er ist ihnen überall ausgesetzt, Kratos. Wir alle. Alles, was wir tun oder lassen, ist gerade gefährlich. Aber Odin braucht mich. Er vertraut mir. Ich bin dort sicher. Aus taktischer Perspektive liege ich falsch? Es gefällt mir gar nicht. Aber das wäre der beste Zug. Wenn wir Odin ablenken, verschafft uns das Zeit. Und ein paar Augen im inneren Heiligtum unseres Feindes. Aber falls es wirklich eine Quelle an unendlichem Wissen gibt, dann darf Odin sie nicht kriegen. Ja, und sobald er hat, was er von dir braucht, habe ich kein Druckmittel. Ich versteh's. Ich pass auf. Vater, ich kann's schaffen.
Denk an das Versprechen. Du auch. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch, Sin. Ich will immer noch wissen, wie du es geschafft hast. Du meinst, wie wir es geschafft haben. Ja, richtig gehört. Darin steckt eine Geschichte. Zurück nach Asgard, Leute, mit Atreus. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Reaktion von Odin, auf die Reaktion der anderen Götter, dass Heimdall jetzt wirklich gestorben ist, ne, durch die Hand von Kratos. Der Grund ist ja noch unbekannt, warum er gestorben ist, aber das können die bestimmt gleich herausfinden hier. Ne, und bin gespannt auf, Leute. Bin, hab ich Bock drauf. Jetzt müssen wir, glaube ich, nach Midgard wieder zurückgehen zum Haus von Kratos und Atreus, damit dieser Huldin oder wie die Rabe auch heißen mag, unseren abholt, sage ich mal. So, können wir hier irgendwie das hier auch so erzeugen? Was? Hat er gerade gesagt, auch die Menschen, die Haare am Sack haben? Nein, hat er gerade nicht gesagt, oder? Wenn, es wäre zu lustig, ey, aber das war gerade ein bisschen perplex hier, weil es ist komisch, dass sie sowas sagen hier in dieser damaligen Zeit, ne? Haare am Sack und so, hä? Alter, ihr dummen Eichhörnchen. Okay, dann let's go, Leute. Ab zu Midgard. Und dann ab nach Asgard wieder, also hab echt Bock drauf, wirklich. Atreus, hör mal. Ich lass dich nicht zurückgehen ohne das hier. Ein Hammer? Deinen Schlüssel, bitte. Wenn du je einer üblen Situation entkommen musst, wirf das zu Boden und sag Quirky. Klappt nur einmal. Quirky. Danke, Sindri. Hoffe, ich brauche es nicht. Ich auch. Oder die wissen es doch, weil Odin hatte über seine Raben, seine Augen, selbst auch in Vanaheim, und dann hat er gesehen, wie er gerade es umgebracht hat oder so. Gut. Und wenn es Odin die anderen sagte, erfahren. Odin würde in der Hütte warten. Wenn es die anderen erfahren, dann nicht so geil. Sollte ich sonst noch was über Odin wissen? Hat er vielleicht eine Schwachstelle? Wenn ich seine Augenklappe abziehe, löst er sich dann auf? Sicher, Junge, wäre das nicht. Nein. Verzeihung, das kann ich nicht. Ich muss das allein schaffen. Ist dazu lustig, wie Atreus immer seine anderen Freunde immer so nachäfft, was sie sagen würden in der Situation. Ja, wie auch bei Kratos, der auch gemacht mit seinem Vater, auch ein bisschen nachgeäfft hier. Sehr auf schön. Geht's. So, dann noch Wölfe kurz besuchen. Glaube ich, müssen wir jetzt nicht machen. Wir gehen rein in die Hütte und dann ab nach Asgard. Jetzt, ja, mal sehen, wie es wird. Hoffe nicht so schlimm wie Atreus, aber ich hoffe mal spannend. Fenrir? Das muss Fenrir sein. Fen? Oder? Du bist zurück! Hey! Ist das dein Wolf? Ah! Hör auf damit! Oh, komme ich ungelegen? Es sah irgendwie danach aus. Ich kann gerne Nein. wieder... Schon gut. Das ist Fenrir. Schon gut, Fen. Sie ist eine... Ich hatte recht mit dem Messer. Du hast einen Platz für seine Seele gefunden. Hab ich. Hey, wie hast du mich gefunden? Loki? Das ist meine Murmel. Und wo willst du jetzt hin? Wieder nach Asgard? Hey, ich benutze ihn. Aha. Ongre Boda, nein. Wenn ich das gemacht habe, dann werde ich alles wissen. Wie ich Vater rette, Ragnarök stoppe und vielleicht, hoffentlich, unser Volk zurückbringe. Loki, das sind alles wirklich edle Absichten. Doch es ist Odin. Du glaubst an mich, oder? Natürlich tue ich das.
Ich hoffe nur, die Geschichte, die du schreibst, ist wirklich die, die du willst. Kannst du in der Zwischenzeit noch Fenn sehen? Ich pass gut auf ihn auf. Keine Sorge. Pass auf dich auf, Loki. Na dann. Na gut. Ich muss nur Odin helfen, die Maske zu vervollständigen, ohne dass er dadurch Antworten kriegt. Kinderspiel. Er ist wahrscheinlich im Arbeitszimmer. Aber es ist schön, dass Orngeboda bis nach Atreus manchmal sucht und dass sie sich jetzt auch um Fenrir kümmert. Also ich hoffe, die werden auch in diesem Spiel zeigen, dass sie sich vielleicht ein bisschen verlieben könnten und so und vielleicht eine Familie gründen oder so. Aber ist in der Mythologie so, dass eigentlich Fenrir und Jumungand oder eigentlich die Kinder sind von den beiden und hier werden sie halt eben so eingeleitet. Finde ich auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja. Dann gehen wir jetzt mal raus und wie gesagt, ich habe da schon Bock drauf, die. Wo fange ich an? Die Reaktion von Odin zu sehen, wie sein Sohn oder sein Enkel oder was auch immer Heimdall gestorben ist. Ich denke mal, sein Enkel oder so, oder vielleicht doch sein Sohn. Keine Ahnung. Wir werden mal sehen, auf jeden Fall. Rausgehen und mal gucken. Drut, bist du auch hier, Drut oder so? Wenn das wahr ist, warum ist er denn nicht hier? Nur weil jemand nicht da ist, um sich zu verteidigen, ist er nicht gleich schuldig. Oh. Das ist doch ungerecht. Redet gerade Sif und. Oh, shit. Plötzlich ist der Junge, mit dem du dich ständig abgibst, nirgends zu sehen? Er arbeitet doch mit Großvater zusammen. Oh, na das beruhigt mich ungemein. Ich will damit sagen, vielleicht würde dir das Ganze ja nicht so komisch vorkommen, wenn du mehr als ein knappes Hallo für ihn übrig hättest. Ist auch schon wie... Geht der Sache nach. Wir werden die Wahrheit bald wissen. Das hoffe ich. Oh, oh, oh. Hallo. Hey, Drut, ich bin wieder hier. Oh, tja, zum Glück hast du das gehört. Oder tut mir leid, dass du das hören musstest. Ich wollte gerade sagen, ich find's richtig schön, dass Drut ihn so verteidigt. Er hat zwar jetzt nichts damit zu tun, dass Heimdall gestorben ist, aber er war in der Mission mit dabei und sein Vater hat ihn da umgebracht. Und, Sif, hallo? Ich hab Heimdall nicht umgebracht. Hallo? Willst du mich ignorieren oder willst du mich nicht vielleicht ein bisschen fragen oder so? Also, ne, Thor hat schon jemand Gutes gefunden für ihn, ne? Du solltest gehen. Ja. Aber kann auch ein bisschen reden vielleicht. Wo ist denn nicht dein Mann? Dein Thor-Junge? Der Mann mit dem Riesenhammer. Wo ist der hin, hä? Kann man sie noch provozieren oder so? Irgendwie noch was irgendwie machen? Nee, ne? Was liest du denn da durch? Liest du da irgendwelche Bücher durch oder was? Ich glaube, sie sagt noch irgendwas vielleicht, oder? Oder? Wir bleiben noch ein bisschen länger, Leute. Na, ich habe jetzt schon ein bisschen länger gewartet, Leute. Ich würde mal sagen, schon eine Minute, längste Minute schon. Schon relativ lang sogar. Denke mal, die wird jetzt nichts mehr von sich hier äußern. Dann gehen wir mal kurz zu Trud, mal gucken, was sie sagt, ja, und... Hallo, Trud. Sie trainiert sehr hart für ihr, ja, Valkyrienleben. Dann lasse ich dir auch mal in Ruhe. Die Frage ist jetzt, wo ist Thor und... Die anderen. Ich gehe mal da kurz nach oben zum Arbeitszimmer. Zum Essenssaal, meine ich. Ich habe nicht Heimdall getötet. Die tratschen alle ein bisschen. Also, ich glaube, die wollen sich nicht so krass äußern, denn, ne, ist ja krass so, dass einfach Gott hier gestorben ist jetzt hier. Ist ja bestimmt für die Bewohner von Asgard auch nicht so schön zu hören, ne? Ja. Die tratschen alle, reden hier, reden da. Ja, das geht um Monster, die reden alle über Loki und über seinen Vater Kratos bestimmt. Na gut, dann gehen wir zu Odin und Panik bringt nichts. Nutze sie. Mal schauen, wie er reagiert. Ich hoffe, schön aufgebracht und schön abgefuckt, schön sad. Das wäre so schön, ne? Du alter Sack, Odin, du.
Heimdall ist tot. Du weißt nicht zufällig etwas darüber? Irgendwas? Naja, ich meine, alle hassten ihn. Ja, ja. Aber hast du etwas gesehen? Etwas Auffälliges? Ich meine, du weißt, er hat Thrud hart geschlagen, als wir weg waren. Vielleicht fand das jemand raus. Hat sich gerecht. Ich weiß es nicht. Willst du andeuten, dass mein Sohn etwas damit zu tun hat? Ich weiß nichts. Ehrlich. Tja, ich musste fragen. Ich dachte nie, dass du etwas damit zu tun hast. Gut, dass du da bist. Also, ich weiß jetzt, was falsch lief. Ich hatte falsch übersetzt. Ach, wirklich? Ich dachte jenseits des Schreis des kalten Atems. Aber es heißt des Schreis des ersten Atems. Na, das ist ja ganz woanders. Ich weiß, wo das ist. Junger Mann, du hast es geschafft. Los, nimm die Maske, nimm das Schwert, nimm den Vogel. Finde Thor. Ihr geht nach Niflheim. Freut mich auch. Ja, die Reaktion war jetzt eigentlich relativ ausfallend, hey, also Engel, gar nichts Krasses. Weißt du vielleicht, wo Thor ist? Ja, dachte ich mir. Ja, und vom wegen, ja, Heimdall ist tot, hast du es mit zu tun und dann, ja, vielleicht ist okay. Ich, noch kurz ich wusste, wer weiß, wann ich meine Ausrüstung wieder reparieren kann. Ich wusste, dass du nichts damit zu tun hast und dann fertig. Auf einmal Heimdall abgeschlossen, Heimdall ist weg hier. Ja, okay, anscheinend ist er doch nicht so wichtig für die Familie hier. Ja, na gut, dann suchen wir erstmal Thor. Wo ist denn Thor überhaupt? Er meint, wir können auch uns außen verbessern, hier unser Bogen, aber brauche ich jetzt nicht verbessern hier eigentlich. Ja. Thor, wo bist du? Rausgehen oder? Ne, nicht rausgehen. Thor? Weiß einer von nicht, wo Thor ist? Tut mir leid, Allvater sagte, ich soll mit deinem Vater nach Niflheim gehen. Ich habe ihn hier nirgendwo gesehen. Vielleicht weißt du ja, wo er sein könnte. War er nicht bei Großvater? Nein. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Komm mit. Okay. Ich, wollte auch mit dir über Heimdall reden. Nein, nicht hier. Du hast recht, später. Aber das muss doch Odin gesehen haben. Er hat doch über seine scheiß Raben, ne? Er muss doch irgendwie gesehen haben, Leute. Ich glaube nicht, dass er so ahnungslos ist, wie er gerade tut. Dann rausgehen, let's go. Wo könnte Thor sein? Bei einer Kneipe? Aber das ist schon eine Kneipe hier. In Helheim habe ich dir gesagt, dass ich helfen will, deiner Mutter zu erklären, wie wichtig es für dich ist, Valkyrie zu werden. Du sollst wissen, dass ich das ernst meine. Hast du etwa... Und du lebst noch? Ich hab's noch nicht getan, aber ich mach's noch, sobald ich zurück bin. Du hast später noch genug Zeit, ihr zuzusetzen. Danke, Loki. Ich mag Thrud, wirklich. Ich habe schon oft gesagt, ich weiß, aber Thrud ist so sympathisch. Sie ist so die sympathischste in dieser Familie, in dieser ganzen Familie, Leute. Ja. Ich glaube, wir haben noch nie gesehen, wie Thrud und Thor miteinander geredet haben, oder? Ich bin immer gespannt auch drauf, wie die, ja, so Machen quatschen miteinander. Nicht erlaubt. Wir lassen sie hier. Warum? Tu es einfach. Schwarzdonner. Komm, hier lang. Wow. Wow. Na los, sie werden dich sonst nicht reinlassen. Gegen den will ich nicht kämpfen als Atreus, eh? Sieh dich um. Er ist sicher hier. Überall Einherier, die ein bisschen was saufen. Und ja, ich hab Thor ist irgendwo... Ah, da ist ja schon der Thor. Alles klar. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir in der nächsten Folge dann zu Thor gehen. Ihn ansprechen, mal gucken, wie es hier wird. Ich hoffe, er ist nicht besoffen oder so. Ich glaube, ein besoffener Thor ist schon ein bisschen... Furchtentflößend. Da ist ja auch Mjölnir irgendwo am Hängen? Oder kann Thor seine Waffe behalten als richtig krasser Gott hier, als Sohn vom Allvater hier? Ich glaube sogar schon, ne? Da würde ich sagen, in der nächsten Folge, wie gesagt, in Anquatschen. Mal gucken, wie es wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Gerne liken, gerne supporten, Leute. Bis bald, bleibt gesund und ciao. Ciao.